Und Panzer auf und nehmen einfach alles. Und Flucht nehmen wir auch. Haben wir jetzt alles? So. Hier runter. Mit dem Kleinmädchen reden. Ist das nicht ein schöner Ring? Ja, wirklich hübsch. Ist der aus Glas? Ja, du kannst ihn in den Glasladen kaufen. Das müsste, glaube ich, der hier sein. Ja. Hallo. Das sind echte Kunstwerke aus Glas. Hast du die alle hergestellt? Nein, mein Mann ist der Künstler. Wirklich? Ist er zu Hause? Nein, er ist unterwegs. Er sucht schöne Dinge, um sie in Glas einzugießen. Aber er musste schon lange zurück sein. Er war noch nie so lange weg. Entschuldigt, ich rede zu viel. Habt ihr irgendetwas, was euch gefällt? Oh mein Gott. Das hier ist das Beste für Tier. Kauf mal ein Glasarmband. Aber ich überlege. Ja, wenn du das Glasarmband für sie. Ja, gut. Das heißt, wir gehen ins Inventar, Ausrüstung, Tier und mal gucken, was wir haben. Es ist bei. Achso, wurde gleich ausgerüstet. Okay. Kein Problem. Damit wurde auch der letzte Slot bei ihr belegt. Und hier ist nichts mehr. Das heißt, wir gehen raus. Gehen noch nicht im Inn schlafen. Wir gehen zuerst in den Shop, unser Geld gegen Plunder ausgeben, wie übel geile neue Waffen und Rüstung. Hallo, was kann ich für euch tun? Also, wir hätten gern Waffen. Eine Route für die Alte. Eine Lavakutte für die Alte. Eine Baskenmütze für die Alte. Ein Holzhelm für mich. Ein Holzhelm für die Geil. Nicht I wanna be the guy, sondern der Guy. Er ist the guy. Ja. Blöde Anspielung. Und ja, den auch. Jetzt scheiß ihm auf die Initiative. Ach nein, ich will auch. Nein, doch kein Holzschild. Ich Idiot, den will ich doch gar nicht. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ach ja, wird ja alles automatisch ausgerüstet. Auch ein Holzschild. Wo ist das Ding? 5 Abwehr weniger und dafür 5 Initiative höher. Das finde ich eigentlich ganz okay, deswegen lasse ich das erstmal so. Bis wir einen besseren Schild finden. So. Hat der Alex Hunger auf irgendwas hier? Federrüstung haben wir. Lololololol. Wo ist sie denn? Federrüstung. Da. Und 3. Das letzte Glasring. Das kann man kaufen. So. Hier war der Glasladen. Hallo, ja, ihr kennt mich. Ja, schön, okay, die Geschichte kennen wir schon. Langweilig. Ja, kennen wir alles, danke. Hört auf zu reden. So, Glasregen wieder. So, gekauft. Hoffentlich will er den jetzt noch. Ja, wieder. So, wo haben wir ihn denn? Runter. Ganz unten ist er bestimmt. Nein, nicht ganz. Da. Was will er denn jetzt? Baskenmütze haben wir nicht. Können wir aber kaufen, aber ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit nur durch Läden rennen und den Sachen kaufen. Ein Inn. Hallo, eine Nacht kostet 20. Klar bleiben wir. So. Hoffentlich hat die Stadt auch eine Kirche zum Speichern. Weil in diesem Spiel muss es Standard sein, dass jede Stadt ihre eigene Kirche hat. Und hier ist sie. Der kleine Tempel im Nordwesten gehört Cloud. Ihr braucht eine Erlaubnis, um ihr wisst schon was, reinzugehen. Speichern. So. Ich würde sagen, in der Aufnahme machen wir noch diese Höhle. Müssen wir eigentlich schaffen. Und ab hier in dieses reiche Haus. Da bist du. Ich bin Cloud, der reichste Mann im Dorf. Ich verstehe, ihr seid Krieger. Wart ihr schon mal in der Nordhöhle? Nein, aber warum fragst du? Es gibt ein Gerücht, dass dort ein Rubin in der Form eines Apfels ist. Leider sind dort zu viele Monster, sodass ich nicht an den Rubin herankommen kann. Ich muss den Rubin aber einfach haben. Verkauft ihr ihn mir, wenn ihr ihn findet? Natürlich zahle ich euch, was immer ihr fordert. Ich bin nicht geizig. Ich weiß, wie man mit Geld umgeht, sonst wäre ich nicht so reich. Liebling, der Glasladen hat die Miete immer noch nicht bezahlt. Die sind immer zu spät, ja. Was schon wieder? Ich habe ihnen gesagt, wenn das nochmal vorkommt, fliegen sie raus. Was machen wir? Mal sehen. Ups, belästige unsere Gäste doch nicht mit solchen Dingen, Liebling. Warum nicht? Es ist doch nichts Falsches daran, die Wahrheit zu sagen. Haha.
Hast du nicht noch etwas draußen zu erledigen, Liebling? Schon gut, schon gut. Entschuldigt ihr Benehmen. Wie peinlich. Hahaha. So, okay. Dann gehen wir jetzt mal für diesen... Erstmal mit dem Kind reden. Cloud, der reichste und mächtigste Mann des Dorfes, lebt in einem riesigen Haus dahin. Schön. Willst du dir die schönen Kunstwerke aus Glas im Laden ansehen? Hab ich schon. Was haben wir hier? Hallo. Ich hörte, Jafar hat seine Glaskunst vor langer Zeit auf dem Ostkontinent gelernt. Der Apfelbeeren wurde von Jafars Lehrer gemacht und ist jetzt sein Nationalschatz. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Höhle. Nordost. Sie ist oben rechts, aber was ist hier oben links? Ein Tempel. Gut. Und Giftkäfer. Das bedeutet, wir machen mit unserem Feuer durch jetzt einen schönen Schaden. Und bauen einfach den anderen drauf, um zu gucken, wo sie die Grenze ist. Ah, 119 aussehen. Also 100 unter 100 liegt sie, wie es aussieht. Okay, sagen wir so bei 70 ist ihre KP-Grenze. Hier hoch. Oh, Krabben. Bäh. Oh, wir machen jetzt hier mit unserem Dolch ein schönes Krabbenfilet aus denen. Hab ich Krabbenfilet gesagt? Gibt's überhaupt Krabbenfilet? Ich hab keine Ahnung. Bäm, 108, awesome. One hit. Und Fommy Schlag, endlich macht er sich mal wieder nützlich, da Alex. Vielleicht werden wir ihn irgendwann mal nicht mehr verachten. Kraftsaft, was macht nochmal Kraftsaft? Ja, die ganzen Items haben wir Kraftsaft. Erhöht Stärke, oh, das haben wir zweimal. Für Jano einmal und für Guy einmal. So, Zauberkrug führt MP teilweise auf. Aber sonst noch welche Items, die sowas machen? Heisio, was macht das? Nö, nö. Lebenssaft. Nö. So, okay. Was will Alex jetzt essen? Federweste haben wir. Schon wieder? Egal. Ach, schau, jetzt habe ich die Lederweste angeklickt. Toll, wo ist jetzt die Federweste? Toll. Apfelsaft haben wir nicht. Scheiße, da hätten wir Saft aus dem anderen Laden damals in den Dorf kaufen können. Und schau, für den Ausflug gerade. Oh ja, naja. So. Boah, awesome. Ich mach dir jetzt Schaden inzwischen. Und hier steckt sogar jetzt nächstes Level. Und ab in die Höhle. Rubinhöhle. Und da ist gleich Lava. Und oh, da ist ein Kapselmonster. Alex wird abgelöst. Ich muss da niemand neuen benennen. Im Kreis drehen. Und hallo Spinner. Okay. Oh, Arachna. So, das heißt, in dieser Höhle werde ich ganz besonders aufpassen, dass ich irgendwie den Weg zu diesem Kapselmonster finde. Weil ich will jedes einzelne Kapselmonster haben, unbedingt. Fommy-Schlag von Alex. Hey, er macht sich endlich nützlich. Vielleicht wird unser Appell bei ihm angeschlagen. So. Was haben wir hier? Das heißt, nach oben ist die Tür. Eine Biene. Komm her. Oh fuck. Du warst schon sagen. Oder auch nicht. Chaosbiene. Die habe ich schlimm in Erinnerung. Die funken wir einfach mal weg. Also die Chaosbiene habe ich schlimm in Erinnerung. Ich glaube, die waren giftig sogar. Aber keine Ahnung. Frag mich nicht. Wie gesagt. 20. So. 81. Und weg. Und Verstärkung. Ja genau. Und deswegen waren sie auch nervig. Weil sie andauernd Verstärkung rufen. Kriegt zwar mehr Erfahrungspunkte, aber es wird nervig. Ja. Gut, wir wissen's. Ich will wieder dran sein. Geht doch. So, Funk auf die beiden, das müsste es dann gewesen sein. Wams, wams, wams. Ja, macht hier nochmal ein bisschen Schaden. Geschieht ja recht. So. Und hier steckt bei den Level. Und da ist Gras. Und da war ein Schalter. Und da kann man mit einer Bombe. Och, wie viele Secrets gibt es denn hier gleich zu Beginn? Können wir zuerst links. Was haben wir hier? Ein Geheimschalter. Mann. Ich glaube nicht, unauffällig sind die heute. Ist hier irgendwo ein Geheimweg? Ich kontrolliere extra alles ab wegen. Hier ist schon Kapselmonster. Hallo, du da. Ich
greife zuerst an und da ist Panzergoblin. Auf ihn. Oh mein Gott, haben wir viele Zauber inzwischen. Ich wäre für Sturm. Auf ihn testen. Ah, er hat mir schon mal. Ich will jetzt wissen, ob die Goblins effektiv sind. Ich hoffe, ihr wird mal mein Schock. Das ist dann. Und? Ja, es ist Schock. So. Alex wird ab. Nutzlos, useless, Arschloch. Und hier ist gleich das Level ab. Und ganz schwer, diese Brücke aufzubauen. So. Ist hier irgendwo ein Geheimgang? Ich weiß, gab's immer ziemlich viel passen. Was haben wir hier oben? Zwei Treppen. Und kein Geheimweg, schade. Und Blutmaus. Neu. Jetzt im Sonderangebot. Und ich glaube mal, fliegende Viecher sind gegen Elektrizität effektiv. Ich richte mich gerade ein bisschen nach Pokémon, keine Ahnung warum. Und das hat nicht gestimmt. Aber gegen Feuer sind sie effektiv. Gut zu wissen. Sind gegen Feuer effektiv. Achso, jetzt fällt es mir auch wieder ein, das hat man schon in der ersten Runde herausgefunden und hier ist eine Sackgasse. Aber schön viel Lava. Und hier drüben ist jetzt ein Skelett. Wir greifen sogar zuerst an. Schön. Funke gegen Skelette, ich habe keine Ahnung, was gegen die effektiv ist. Also ich habe schon wieder vergessen, falls ich es rausgefunden habe inzwischen. Und das war Funke, okay, also, das ist, der ist tot. Schön. Oh, 183. Und hier ist Stufe ab. So, Eis. Wirf in die Lava die Steine aus Eis und der Weg ist nicht mehr heiß. Hahaha, schon wieder so ein witziger Hai. Haha. Und ich weiß ganz genau, wir werden, wenn ich Pech habe, werde ich das beim ersten Mal failen und dadurch müssen wir uns das dann nochmal antun. Die hier, ja, genau. Diese Eisblöcke, mit denen können wir jetzt hier ein paar ganz bestimmte gute Items besorgen. Deswegen ich versuche jetzt die genau so anzulegen, dass ich wirklich alle Items bekomme. Weil sonst müsste ich mit dem Ursprungszauber dann nochmal von vorne probieren. Schock. Schön. Und schön. Und wer steckt als nächstes? Ich und dann Alex. Cool. Okay, wo möchten wir zuerst? Hier rechts ist die Treppe nach oben. Hier irgendwo links. Gibt es noch einen Eisblock? Ja. Ich höre Funke auf die Testen, habe ich glaube ich noch nie. Aber ich glaube, Schock müsste das effektivste sein gegen Goblins. Ja. Gut. Dann bleiben wir bei Schock. Schock, schwere Not. Ha, ha, ha. Mal kritisch. Wow, zwei Crit hintereinander. Ja. 8 Kilo abgezogen, dann noch 13. Und Tier sollte sich jetzt heilen. So. Ich freue mich schon, wenn wir später die nächste Form von Stark bekommen. Die führt dann noch mehr auf. Und ich lehne mich jetzt mal ein bisschen zurück. Weil meine Beine tun schon richtig weh. Von die ganze Zeit nur sitzen. Ich möchte, glaube ich, zuerst nach links. Ich finde mal den. Ich weiß nicht, hier hin. Und den hauen wir hier hin. Feuerfrucht. Das ist dann für das neue Kapselmonster. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, nach unten ging's. Für das nächste Special. Ja, toll. Ich habe den ersten Miss jetzt schon total falsch gesetzt. So. Wir versuchen jetzt so günstig wie nur möglich zu bauen. Hier rechts. Ich will nur an den nächsten Eis ankommen. Und ja, wir haben uns verbaut. Ich habe wieder Erinnerung, wie es ging. Oder reicht das? Ich glaube nicht. Nein, genau, um einen Block nicht. So, das heißt, wir gehen jetzt nochmal zurück. Und Ursprungszauber. Hallo Skelett. Und gegen Skelette war jetzt Feuer effektiv, wenn ich mich recht zurück erinnere. Vams, Vams, Vams. So. Ja, war es.
Und ich hasse ihre schwulen rosa Klingen, wie gesagt. Zwei weg, noch zwei da. Und ich möchte auch mal wieder angegriffen werden. Warum wird immer nur Tier angegriffen? Ich möchte auch wieder, dass meine Zornpunkte steigen. Schon mal ein Holzschild. Und was will Alex eigentlich essen?